Ja, in der Verunsicherung der aufbrechenden Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 wurde ich oft gefragt, ob man nicht am besten in Wald investiert. Ich bin selbst Waldbesitzer und habe mit vielen Waldbesitzern auch in Deutschland zu tun. Und ich kann nur sagen, dass wir mit Investitionen in deutschen Wald zumindest keine planbaren Erträge für den Anleger erzielen können. Und auf der Suche danach, ob es nicht Alternativen gibt, bin ich bei der Bonner Uni fündig geworden, die hier ganz in der Nähe von Bonn in Rheinbach ein Versuchsgut betreiben mit den schnellst wachsenden Pflanzen der Welt. Dazu gehört natürlich Bambus und Schilf und Miscanthusgras, aber eben auch die Paulownia tomentosa oder im Sprachgebrauch Kiribaum genannt. Und als die Bonner Forscher mir ihr Ergebnis nach 8 Jahren präsentierten, dass sie in der Lage sind, diesen Baum jetzt in Deutschland zu pflanzen, habe ich sofort zugegriffen und habe gesagt, bitte pflanzt mir Plantagen mit Kiribäumen. Denn der Kiribaum wächst 4 Zentimeter am Tag und schafft es so, nach 8 bis 12 Jahren einen 60 Zentimeter Stamm auszuprägen, also ungefähr das, was wir hier sehen, und kann dann schon geerntet werden. Jetzt würde man sagen, so ein Baum, der kann ja keine besondere Festigkeit haben, aber die Paulownia tomentosa schafft es, in diesen 8 bis 12 Jahren ein quasi Hartholz zu entwickeln, das man zum Beispiel am liebsten im Segelbootbau verwendet als Deckholz, weil der Baum verzieht sich nicht bei Nässe. Der kann also durch dieses starke Wachstum mit Nässe sehr gut umgehen und bleibt quasi in der Form, nachdem ich ihn gesägt habe, sodass der Kiribaum in den meisten Segeljachten als Deckholz verwendet wird. Er kommt aus Japan und Südchina, Taiwan. Und wenn wir uns an Filme erinnern, wo die zarten Damen im Kimono eine ganze Wand zur Seite schieben, indem sie sich davor knien, dann wissen wir, dass die meisten traditionellen Häuser in Japan aus Kiriholz oder Paulownia gebaut sind und dann mit Reispapier beklebt werden. Also in Japan ist das ein Bauholz, es ist ein Furnierholz, es ist ein Möbelholz. Und wir sehen hier Exponate, die uns zur Verfügung gestellt wurden von den Plantagenbetreibern. Das Holz ist in 8 bis 12 Jahren erntbar und wir können als Anleger da 5 bis 10% Rendite erwarten, weil dieses Holz immer noch so selten ist und so gefragt ist, dass es einem sehr stabilen Preisniveau unterliegt, weil es ja diese speziellen Einsatzmöglichkeiten hat. Und die Bonner Uni hat nicht nur die Pflanze an sich erforscht, sondern hat auch alle Geodaten ausgewertet und eine Karte erstellt. Besonders eignet sich der Rheingraben, also von Niederlande bis zum Bodensee, weil das Klima dort sehr stabil ist. Es gibt noch eine kleine Mulde an der Ostsee bei Wismar, die sich eignet, weil da die Ostsee für ein konstantes Klima auch im Winter sorgt. Und die dritte Investitionsrunde, die wir jetzt haben, findet gerade in Spanien statt, in einer Region, wo es genug Wasser gibt und gute Böden. Und jetzt haben wir insgesamt 17,5 Millionen zusammen mit unseren Anlegern in 2 Plantagengebiete in Deutschland und 1 Plantagengebiet in Spanien investiert. Parallel forscht die Uni weiter, also der Forscher hat sich selbstständig gemacht, bleibt aber mit seinem Professor in Verbindung. Und in der Phase, wo ich dauernd angerufen wurde, können wir nicht Wald kaufen, standen diese Forscher in dem Wochenblatt mit einer Kiribaumscheibe. Und ich konnte das nicht glauben. Die haben behauptet, das war original diese Scheibe, dass der Baum nur 16 Jahre alt ist. Man kann das nachzählen, das sind halt nur 16 Ringe. Und dann sehen Sie auch die Jahre, wo es weniger Wasser gab, da war er ein bisschen bescheidener. Und ich bin genauso skeptisch wie jeder Anleger, dem ich das erzähle, daran gegangen und kann nur sagen, ich habe mich überzeugt davon. Ich habe dann Tests gemacht. Ich habe ja Tischler und Schreiner in der Kundschaft und habe die immer gefragt, habt ihr jemals was mit diesem Holz zu tun gehabt? Und treffe auf einen Senior, der das Unternehmen, seine Tischlerei gerade dem Sohn übergeben hat in Bad Hönhausen, sitzt da beim Kaffee und erzählt die Geschichte und habe die Scheibe dabei und dann fängt er an zu lachen und sagt, den Baum kenne ich. Und dann sage ich, warum haben Sie es denn nicht gleich gesagt? Sagte er, ja, bei mir heißt der Kaiser Wilhelm Baum. Weil Kaiser Wilhelm II. Hat Japan besucht mit seinem Dampfschiff und kommt zur Blütezeit des Kiribaums nach Japan. Und war so fasziniert, dass er auf seinem Dampfschiff dann Pflanzen mit nach Deutschland gebracht hat und hat die als Alleebäume pflanzen lassen. Deswegen gibt es heute in jedem botanischen Garten Kaiser Wilhelm Bäume oder Paulownia tomentosa.